Hallo und herzlich willkommen zum Football Manager 2020. Ich habe mich dafür entschieden, mal ein neues Projekt zu starten, bei dem es nicht darum geht, aktiv zu spielen. Ich habe nämlich selber beim Spielen dieses Spiels gemerkt, dass mir das Spiel schon gefällt, dass ich es aber eher so als Simulator sehe, dass mir so als Football Manager doch irgendwie was fehlt, beziehungsweise etwas in anderer Hinsicht wieder etwas zu viel da ist. Also es dauert mir alles zu lange und so richtig das Flair wie bei einem Anstoß kommt für mich hier nicht auf. Aber ich schätze dieses Spiel trotzdem, aber eher aus anderem Grund, weil es halt eine sehr akkurate, penible und zuverlässige Simulation des Fußballsports darstellt. Deswegen habe ich mich jetzt für dieses Projekt entschieden. Das ist kein klassisches Let's Play. Das würde ich eher als ein Let's Simulate bezeichnen. Das heißt, dass ich hier quasi die Zukunft simuliere. Wir tun jetzt mal hier im Spiel so, als wäre Corona nicht passiert. Also wir machen die Saison 2019, 2020 nochmal und starten dann auch in die Zukunft und werden hier in jedem Part eine Saison komplett analysieren, beziehungsweise ich gucke einfach, was passiert. Ich habe hier meinen Charakter ins Spiel geworfen, arbeitslos. Ich möchte gar keinen Verein trainieren, ich möchte nur zugucken, was so passiert. Ich werde deswegen jetzt hier gleich einige Schnitte machen und einige Zwischenstopps einlegen. Erstmal möchte ich dazu sagen, ich habe Patches und Fotopacks oder keine Ahnung, was man da alles so auf diesen Fanseiten bekommt, installiert. Das heißt, wir haben jetzt auch die Regionalligen und Tifa. Ich habe hier in diesem Datensatz etliche Ligen eingebaut. Ich glaube Österreich, Schweiz, Spanien, neben Deutschland natürlich, England, Italien, Frankreich und so weiter. Jetzt nicht alle Ligen. Ich glaube, die ausländischen Ligen ab der zweiten Liga oder die ersten beiden Ligen zumindest detailliert simuliert. In Deutschland, glaube ich, die ersten vier Ligen. Also es ist nicht tausendprozentig perfekt, aber schon recht detailliert. Deswegen werden die Ladezeiten auch sehr lang sein. Ich kann hier wahrscheinlich zwischendurch einkaufen gehen. Ich werde aber die Saison in mehreren Schritten präsentieren. Das heißt, ich werde erstmal bis zum Saisonstart der Bundesliga springen gleich, da vorher einen Cut machen, da dann auf die Transfers schauen, welche Transfers sind so passiert. Dann werde ich einen Sprung machen bis zum 10. Spieltag der Bundesliga. Gucken, wie sind da so die Stände. Klar, zweite und dritte Liga wird dann schon ein bisschen weiter sein, aber so dann ist die Hinrunde schon ein bisschen aussagekräftig. Dann werde ich bis zum Jahreswechsel springen, gucken, wer ist Herbstmeister, welche Transfers wurden getätigt. Beziehungsweise dann nochmal einen kleinen Sprung bis zum Beginn der Rückrunde. Dann nochmal komplett gucken, welche Transfers im Winter getätigt wurden. Und dann werde ich die letzten 5 Spieltage komplett präsentieren. Also es wird wahrscheinlich jedes Video schon ein paar Minuten dauern. Aber ich bin sehr gespannt in jedem Part hier, in jedem Video, was ich auf YouTube hier bei Lemon Cookie TV hochlade, wird eine Saison komplett präsentiert und ich werde dann auch möglichst viele Jahre in die Zukunft schauen. Fußball Science Fiction, nicht nur bei Anstoß 3 hier auf diesem Kanal, sondern auch hier, nur hier spiele ich jetzt nicht selber. Das heißt aber nicht, dass die FM20 oder bald vielleicht auch FM21 Let's Plays eingestampft sind. Die werde ich jetzt bald auch wieder weiter fortführen. Also, wir haben jetzt hier auch Bilder, Images runter oder installiert, haben jetzt hier akkurate Daten. Zu dem Stand der Daten muss ich sagen, irgendwie, ich habe gerade beim SC Paderborn gecheckt, die Spieler, die beim SC Paderborn erst in der Winterpause verpflichtet wurden, in echt, die sind jetzt schon hier zu Beginn zur Verfügung. Ich weiß nicht, wie ich das umstellen kann, da wird es mit Sicherheit irgendeine Option geben. Ich möchte jetzt aber nicht ewig lange fackeln, deswegen jetzt keine 10 Millionen prozentig akkurate Simulation der Realität, aber das können wir sowieso nicht, sonst müssten wir auch Coronavirus hier simulieren. Deswegen nicht wundern, dass die Spieler, die erst im Winter gewechselt sind, jetzt schon den Vereinen zur Verfügung stehen. So, ich bin sehr gespannt, wer jetzt hier virtueller deutscher Meister der Saison 2019-2020 wird. Ich werde mich auf die Bundesliga konzentrieren, werde aber natürlich auch meiner zweiten und dritten Liga vorbeischauen. Am Ende der Saison auch mal gucken, was in den ausländischen Ligen so abgeht. Gucken, wer DFB-Pokalsieger wird, Champions League-Sieger und so weiter und so fort. An dieser Stelle mache ich jetzt einen Cut und springe bis zum Beginn des ersten Spieltags der Bundesliga, um dann mal auf die Transfers zu schauen. Meine Damen und Herren, da sind wir am 16. August 2019, der Tag, an dem die erste Bundesliga hier
losgehen wird. Wir werden einen Blick auf die Transfers werfen, jeweils hier bei den drei höchsten deutschen Spielklassen die relevantesten Transfers präsentieren. Auf die ausländischen Ligen werde ich hier nicht im Detail eingehen, also, es sei denn, sie haben mit der Bundesliga Transfers durchgeführt, dann werden wir das hier natürlich sehen. Ja, gucken wir mal. Die erste und die zweite und dritte Liga, die läuft ja auch schon. Da werden wir auch mal kurz drauf gucken. So, die finanziell stärksten Transfers hier zuerst. Mankilo von Newcastle nach Schalke für 7,5 Millionen. Höhere Transfers gab es hier tatsächlich nicht. Marcel Schmelzer für 5,25 Millionen, beziehungsweise in Klammern wird hier 6,25 Millionen, die potenziell entstehen können, aufgeführt. Wechselt nach Norwich. Pierre Kunde von Mainz nach Gladbach für 4,6 Millionen. Niklas Dorsch von Heidenheim nach Wolfsburg für 4,5 Millionen. Noah Katterbach vom 1. FC Köln zum VfB Stuttgart 3,7 Millionen. Matthew Lackey von Hertha BSC nach Eintracht Frankfurt für 3,6 Millionen. Ich lese erstmal nur den Betrag vor, der vor der Klammer steht. Das andere seht ihr. Jatta vom HSV nach RB Leipzig für 3,1 Millionen. Marc Reiter von Nürnberg nach Wolfsburg für 3 Millionen. Eintracht Frankfurt hat sau viele Spieler hier verkauft. Was ist denn los? Okay, ein paar haben sie auch gekauft. De Guzman nach Amiens SC für 2,2 Millionen. Abraham nach River Plate für 2,1 Millionen. Karaman von Düsseldorf nach Frankfurt für 2 Millionen. Fernandes von Frankfurt nach SPAL, was auch immer das ist, für 1,2 Millionen. Und diverse Ausleihen noch. Also hier. Die Transferperiode in der Bundesliga ist natürlich noch nicht vorbei. Da werden wir auch noch mal einen Blick drauf werfen. Gucken wir mal in die zweite Liga. Da gucken wir erstmal uns die Ergebnisse an. Einmal kurz, beziehungsweise auf die Tabelle. Nach zwei Spieltagen der HSV auf 1, Wien Wiesbaden und Aue dahinter auf den Abstiegsplätzen, Fürth, Heidenheim und Bielefeld. Welche Transfers gab es hier denn? Welche, die hier noch nicht vorgelesen wurden? Finn Becker für 3,9 Millionen von St. Pauli nach Norwich. Dann haben wir noch Dursun von Darmstadt nach Fenerbahce 1,9 Millionen. Maximilian Wittek von Greuther Fürth nach Southampton 1,1 Millionen. Univar von Ajax nach St. Pauli 950.000. Und so weiter und so fort. Regensburg hat hier diverse ablösefreie Spieler verpflichtet. Dann gab es noch diverse Ausleihen. Und wir gucken mal einmal in die dritte Liga. Die läuft sogar schon ein oder zwei Wochen länger. Wie dort die Tabelle aussieht. Eintracht Braunschweig auf Platz 1 mit 11 Punkten, dahinter Ingolstadt und Groß Aspach. Münster, Unterhaching, Magdeburg und Jena auf den Abstiegsrängen. Und ihr seht, auch die Regionalligen werden hier simuliert. Auf die werde ich jetzt aber nicht eingehen. Gucken wir noch einmal transfertechnisch in die dritte Liga. Da haben wir Marcel Kostli von Magdeburg nach Sturm Graz, 245.000. Kiewski von Braunschweig zum Wolfsberger AC für 175.000. Und diverse ablösefreie Transfers. Wir gucken mal einmal in den DFB-Pokal, was da so abgegangen ist. Da dürfte die erste Runde auch schon rum sein. Gucken wir mal, ob es da Überraschungen gab. Bayern München hatte ein Heimspiel gegen Wolfsburg. Das ist ein bisschen komisch. Ich dachte, dieses Spiel wäre so realistisch. Hansa Rostock hat Eintracht Frankfurt rausgeschmissen in der Verlängerung. Magdeburg hat Ingolstadt rausgeschmissen. Sonst sieht es mir hier nach recht wenig. Auch Gladbach hat ein Heimspiel gegen Paderborn gehabt. Ja, ein bisschen komisch hier ist das schon. Aber. Oh, Leipzig. Leipzig hat ein Heimspiel gehabt. Alles in der ersten Runde schon. Ja, da fehlt mir dann doch ein bisschen der Realismus. Es geht doch eigentlich nicht. Oder so viele Erstliga-Duelle in der ersten Runde. Habe ich hier vielleicht was falsch eingestellt? Das will ich nicht hoffen. Ich habe mir die Einstellungen mal grob angeguckt, bevor es losging, und nach bestem Wissen entschieden und eingestellt. Ich kenne mich aber nicht so gut aus wie manch einer. Deswegen möchte ich nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwas verkehrt eingestellt habe, aber ich denke mal nicht. Ich denke mal, das Spiel hat einfach so ein paar Tücken, sodass es jetzt hier auch diverse Erstliga-Duelle in der ersten Runde gab. Und wenn hier nicht alles perfekt ist, dann ist es halt so. Es ist eine Simulation. Es ist immer noch schöner als Corona-Fußball. So. Ansonsten, HSV im Elfmeterschießen hat sich durchgesetzt. Und ich springe dann zum 10. Spieltag der ersten Liga. Tschüss, bis dann. Und da sind wir wieder jetzt am 5. November. Das ist ein Dienstag, denn da ist nämlich der 10. Spieltag.
in der ersten Liga rum und ich habe den Dienstag gewählt, weil dann halt auch der Spieltag der zweiten Liga komplett rum ist mit dem Montagsspiel. Jetzt sehen wir hier die Tabelle nach dem 10. Spieltag. TSG Hoffenheim, Tabellenführer mit 24 Punkten. Dahinter mit je 23 Punkten Dortmund und die Bayern. Dahinter Leipzig und Schalke auf den internationalen Rängen. Bremen, Wolfsburg, Mainz, Leverkusen, Gladbach, Köln, Frankfurt, Paderborn, Hertha, Freiburg, Düsseldorf, Augsburg und letzter ist Union. Paderborn hält sich ganz gut auf Platz 13. Ansonsten vieles, wie man es ja, erwarten konnte. Hoffenheim auf Platz 1, allerdings unerwartet und auch ungeschlagen. Wir gucken mal noch, ob nach dem 16. August noch Transfers stattfanden. Ja, für 3 Millionen Julian Korb wechselte von Hannover nach Leipzig. Etliche Ausleihen hier. Raphael unter anderem ausgeliehen von Gladbach nach Soria. Und Pierre Gabriel von Mainz nach Gladbach ausgeliehen. Albonos von Hannover nach Köln. Zirkzee ausgeliehen nach Basel. Gucken wir mal in die zweite Liga. Gab es hier noch Transfers? Am Deadline Day und so weiter. Rick van Drongelen vom HSV nach AZ Alkmaar für 4 Millionen. Das müsste Alkmaar sein, ne? Diverse Ausleihgeschäfte. Ja, diverse Ausleihgeschäfte. In der Liga sieht es folgendermaßen aus. Da ist jetzt der 12. Spieltag rum. Darmstadt, Tabellenführer. Dahinter St. Pauli auf dem Relegationsplatz. Wien Wiesbaden, der HSV auf dem Ihnen wohl bekannten vierten Platz auf den Abstiegsrängen. Nürnberg auf 16, Bielefeld auf 17, Heidenheim auf 18. Oh, da sieht es für Bielefeld ja mal ganz anders aus als in der Realität. Und Heidenheim auch. Das ist verkehrte Welt hier, was die beiden Teams angeht. Aber die Saison ist ja noch lang. Hier ist noch lange nicht Feierabend. In der dritten Liga Kaiserslautern auf 1, dahinter Viktoria Köln, Eintracht Braunschweig auf den Abstiegsrängen, Uerdingen, Jena, Mannheim und Unterhaching. Gucken auch hier noch einmal, ob es hier noch irgendeinen größeren Transfer gab. Ja, 500.000 Undaf von Meppen nach Hoffenheim für eine halbe Million. Kutuglatsch von Kloppenburg nach Meppen für 6, ach 6.500. Ich dachte 6,5 Millionen. Ich möchte auch mal gucken, ob es Trainerwechsel gab. Mannheim, Peter Nemeth, neuer Trainer von Mannheim. Michael Fronzek, neuer Trainer beim MSV Duisburg. In der zweiten Liga keine Trainerwechsel. In der ersten Liga Markus Weinziel ist neuer Trainer von Eintracht Frankfurt. Wir springen dann jetzt zum Jahreswechsel bzw. zum Ende der Hinrunde. Bis gleich. Obwohl, nein, halt, stopp. Wir gucken uns noch den DFB-Pokal an. Da sehen wir, da sind wir jetzt. Oh, das ist ja aus irgendeinem Grund französisch. Semaine de Finale. In der zweiten Runde gab es. Ja, Hansa Rostock hat den VfL Bochum im Elfmeterschießen rausgeschmissen. Bayern hat sich schwer getan gegen den Karlsruher SC. Hannover hat Hoffenheim im Elfmeterschießen rausgeschmissen. Ja, da können sie sich auf die Bundesliga konzentrieren. Uerdingen hat Union Berlin im Elfmeterschießen rausgeschmissen. Dresden hat Schalke rausgeschmissen in der Verlängerung. St. Pauli hat Darmstadt besiegt. Regensburg hat Mainz besiegt. Stuttgart hat Gladbach besiegt. Wow. Bielefeld ist hier noch dabei. Im Achtelfinale kommt es zu den Spielen Augsburg gegen Bayern München, Uerdingen gegen St. Pauli, Rostock gegen Freiburg, Sandhausen gegen Nürnberg, Dortmund gegen Bielefeld, Köln gegen Dresden, Hertha gegen Stuttgart und Regensburg gegen Hannover. Es sind noch einige spannende Partien dabei. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Und da sind wir am 31. Dezember. Gucken wir mal, wer Herbstmeister ist in den Ligen. Und so passiert es an den letzten Spieltagen. Oh, Borussia Dortmund ist Herbstmeister vor den Bayern, vor Hoffenheim, dahinter Leipzig. Werder Bremen auf Platz 5. Paderborn auf 13. Auf Platz 16 Borussia Mönchengladbach. Auf den Abstiegsplätzen Düsseldorf und Hertha BSC. Das ist doch relativ unerwartet. Union ist ganz gut geklettert, auf Platz 8 jetzt zu finden. Ja, gucken wir mal. Gab es noch Transfer? Ich weiß nicht, wann ist denn das Transferfenster? Ach, na Quatsch, natürlich gab es keine Transfers mehr im November und im Dezember. Ich könnte gucken, ob es irgendwie Transfers für die kommende Saison schon gibt. Trainerwechsel könnte ich mir allerdings angucken. Oh, hier. Markus von Ahlen, Interimstrainer, Nachfolger von Peter Bosch. Bei Leverkusen Manuel Baum, Nachfolger von Alexander Nuri.
in der zweiten Liga ist St. Pauli Herbstmeister, dahinter Stuttgart und der HSV, auf den Abstiegsplätzen Regensburg, Dresden, Karlsruhe. Ohoho. Hier gab es Trainerwechsel. Ede Becker ist beim KSC eingestiegen. Heiko Scholz, Interimstrainer bei Dresden. Stefan Schmidt, der war doch mal bei Paderborn vor vielen Jahren in einer Doku gesehen, wo er sagte, es wäre Fakt, dass er bald Bundesliga trainieren würde. Daraus wurde aber nichts. Er ist aber bei Hannover 96 jetzt Interimstrainer. Da hat er als U19-Trainer bisher trainiert. Taifun Korkut, Nachfolger von Stefan Leitl bei Greuther Fürth. Und Andreas Gehlen, Interimstrainer bei Jahn Regensburg. In der dritten Liga haben wir Ingolstadt auf Platz 1. Dahinter Viktoria Köln, Kaiserslautern auf den Abstiegsrängen. Uerdingen, Mannheim, Jena und Unterhaching. Trainerwechsel gab es hier so einige. Peter Nemeth, Nachfolger von Bernhard Trares. Thorsten Ziegner, Nachfolger von Rico Schmidt bei Jena. André Pavlak, Nachfolger von Sascha Hildmann bei Preußen Münster. Sören Osterland, Interimstrainer bei Magdeburg. Peter Wollitz wurde entlassen. Olaf Jansen, Nachfolger von Klaus Schrom bei Unterhaching. Luis Diogo, neuer Trainer bei In Meppen, Nachfolger von Christian Neidhardt. Und Christian Flütmann, Nachfolger von Daniel Steuernagel bei Uerdingen. Ich weiß nicht, wann hier die Transferperiode endet. Es müsste ja im Winter noch irgendwie Transfers geben, oder? Ich weiß nicht genau, wann diese. Oh, okay, hier gab es noch Mitte September Transfers. Ich sehe nicht genau, wann die Transferperiode endet, aber auf jeden Fall, wir werden zum kurz vor dem Start der Rückrunde nochmal reinschauen, was für Transfers es dort gab. Bis gleich. Und da sind wir am 17. Januar, am Tag des Rückrundenbeginns der Fußball-Bundesliga. Wir gucken uns einmal die Transfers an. Haben hier in, ich weiß jetzt nicht genau, wann das Transferfenster endet. Wir hatten hier auf jeden Fall, im Januar nur einen einzigen Transfer. Der hat es aber in sich. Maxi Eggestein für 35 Millionen von Werder Bremen nach Bayern München. Trainerwechsel. Oh, ja, dem ist Nachfolger von Peter Bosch. Das hatten wir ja schon am 5. Januar, aber schon mal. Ja. In der zweiten Liga. Oh, Robin Dutt, Mon. Nachfolger von Selim Begovic bei Regensburg. Hier gab es noch einige Transfers im Januar. Papadopoulos vom HSV nach Olympiakos Piräus. Und diverse Ausleihen. Dann hier, zweite Liga, ist es, hat die schon wieder angefangen eigentlich? Ja, da hat der 18. Spieltag schon stattgefunden. In der dritten Liga gab es auch schon Spiele, Transfers, Trainerwechsel nicht. Transfers auch nichts Besonderes, glaube ich. Ne? Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich springe jetzt. Wir werden die letzten 5 Spieltage komplett einzeln bestreiten. Das heißt, wir sehen uns am Ende des 29. Spieltages als nächstes. So, und da sind wir am Ende des 29. Spieltages und wir sehen den SC Paderborn auf Platz 7, Fortuna Düsseldorf auf Platz 18, Hertha BSC auf dem Relegationsplatz, da hat sich einiges getan. Bayern München hat die Tabellenführung errungen auf Platz 1, dahinter Borussia Dortmund. Bayer Leverkusen ist ganz gewaltig geklettert auf Platz 3, Platz 4 RB Leipzig, auf Platz 5 Hoffenheim. Mittlerweile wird hier auch angezeigt, Platz 6 ist jetzt auch für die Euroleague qualifizierend, wie auch immer das zustande kommt. Und wir sehen Bayern München 3 Punkte Vorsprung vor Borussia Dortmund, ja, und schon 20 Punkte Vorsprung vor Leverkusen, also Dortmund oder Bayern. Irgendeiner von diesen beiden Clubs wird deutscher Meister. Hertha ist punktgleich mit dem 1. FC Köln. Union Berlin 2 Punkte mehr. Gladbach hängt in der zweiten Tabellenhälfte im Abstiegskampf fest. Düsseldorf hat 22 Zähler, Paderborn 23, Hertha 27. Im Kampf um die Champions League auch sehr spannend. Leverkusen, Leipzig und Hoffenheim haben alle gleich viele Punkte. Ich glaube, in die Champions League Quali gehen doch nur der dritte und Fehlplatzierte, oder? Sehe ich das falsch? Ich weiß es nicht. Ich komme immer durcheinander. Ganzen verschiedenen Spielständen hier. Es gab dann doch noch einige etliche Transfers im Januar. Okay, die Transferperiode hat wohl erst bitte Februar geendet. Auf jeden Fall haben wir hier im Januar noch etliche Transfers gesehen.
vielleicht im Januar mal noch einen Zwischenstopp machen sollen. Wepu von Red Bull Salzburg nach Werder Bremen. Und Davies von Bayern München nach Jiangsu Suning für 11,5 Millionen. Ist das in China? Ja, kommt jetzt nichts. Und Chinese Super League. Und Lucas Alario von Leverkusen nach Shanghai Shenhua für 4,8 Millionen. Transferperiode scheint. Das ist hier doch an die Realität angepasst, was die Fristen und Termine und so angeht. Kann man hier wirklich im Februar noch Spieler verpflichten oder geht er erst am Ende der Saison dahin? Sieht man das? Spielt er jetzt schon da oder ist er jetzt noch in Leverkusen? Ich weiß es nicht und die Ladezeiten sind ja auch wie immer eben. Ne, er spielt schon da, okay. Interessant. Trainerwechsel. Wir haben jetzt hier einen großen Sprung gemacht. Es gab Uwe Rösler musste gehen bei Düsseldorf und Heiko Herrlich wurde der Nachfolger. Und Bruno Labbadia hat bei Gladbach übernommen. Oha. In der zweiten Liga. Da sind wir jetzt auch am 29. Spieltag. Der HSV ist Tabellenführer. Dahinter Darmstadt, dahinter Stuttgart. Hamburg mit 56 Punkten. Darmstadt 53, Stuttgart 52, St. Pauli 50, Nürnberg 48. Auf den Abstiegsrängen Regensburg mit 31 Punkten, dahinter auf Platz 17 Heidenheim mit 30 und Dresden mit 28, Karlsruhe mit 32 Punkten. Auch hier hatten wir noch Trainerwechsel und Spielerwechsel. Oh, Nikola Dovedan von Nürnberg nach Rapid Wien für 1,7 Millionen und Lee Jae Sung von Holstein Kiel nach Shanghai Shenhua für 5,25 Millionen. Einige Wechsel hier nach China und Trainerwechsel. Ewald Lien, Zettel Ewald, übernimmt bei Arminia Bielefeld. Damir Kanadi, Trainer bei Bochum. André Breitenreiter hat bei Heidenheim übernommen. Und Armin Fee bei Dynamo Dresden. So, so. In der dritten Liga sehen wir am Ende des 34. Spieltags. Ingolstadt ist bereits aufgestiegen. Krasser Vorsprung vor Bayern 2. Dahinter Viktoria Köln und Kaiserslautern auf den Abstiegsrängen. Preußen Münster, Chemnitz, Mannheim und Unterhaching ist bereits abgestiegen. Auch hier hatten wir noch ein paar Transfers. Hier nichts Besonderes. Trainerwechsel. Norbert Meyer. Oh, die ganzen Kulttrainer übernehmen hier Vereine. Norbert Meyer ist Trainer beim 1. FC Kaiserslautern. Mike Walpurgis bei Chemnitz. Alois Schwarz bei 1860. Thorsten Lieberknecht bei Magdeburg. Der war bei Duisburg entlassen worden. Hat hier wieder einen neuen Job gefunden. Ja, und wir gucken jetzt Spieltag für Spieltag, was jetzt hier passiert. Bis zum nächsten Spieltag. Wobei halt, wir wollten ja mal gucken, was im DFB-Pokal so abging. Das Achtelfinale fand schon statt. Bayern besiegt Augsburg. Pauli in der Verlängerung gewinnt gegen Uerdingen. Freiburg gewinnt gegen Rostock. Nürnberg in der Verlängerung gegen Sandhausen. BVB in der Verlängerung gegen Bielefeld. 1. FC Köln schlägt Dresden. Stuttgart im Elfmeterschießen siegreich gegen Hertha und Regensburg unterliegt Hannover. Und dann gab es auch das Viertelfinale schon, ist das ja alles auf Französisch. Stuttgart verlor in der Verlängerung gegen den 1. FC Köln, Freiburg besiegte Nürnberg, Dortmund gewinnt gegen Hannover und Bayern München gegen St. Pauli. Auch hier Dortmund und Bayern noch groß im Geschäft. Die spielen aber im Halbfinale schon gegeneinander. Ist das schon die Vorentscheidung? Sie treffen im Finale dann auf den Sieger der Partie 1. FC Köln gegen SC Freiburg. Sehr, sehr spannend, wer hier nach Berlin fährt. Und willkommen zum 31. Spieltag. Hertha gewinnt 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. Köln gegen Union 1:1. Mainz 2:3 gegen Augsburg. Schalke 0:2 gegen Leverkusen. Hoffenheim 1:1 gegen Leipzig. Wolfsburg gewinnt 2:0 gegen Freiburg. Bayern gewinnt 2:0 gegen Gladbach. Und wie hat der BVB gespielt? BVB gewinnt 0:4 in Düsseldorf. Paderborn 2:2 gegen Werder Bremen. Das hat folgende Tabelle zur Folge. Dortmund immer noch Tabellenführer, punktgleich mit Bayern, aber 6 Tore mehr, das macht schon quasi einen Punkt Unterschied. Leverkusen auf 3, 5 Punkte Vorsprung vor Leipzig. Leipzig punktgleich mit Hoffenheim. Hoffenheim 3 Punkte vor Schalke. Schalke 4 Punkte vor Wolfsburg. Im Abstiegsrennen Hertha verlässt die Abstiegsränge auf dem Relegationsplatz Köln. Köln 1 Punkt vor Paderborn, 3 Punkte vor Düsseldorf. Das ist noch richtig spannend. Und Gladbach hin, unten, hängt unten mit drin mit 31 Punkten. Und in der zweiten Liga gucken wir uns jetzt auch mal die Ergebnisse an. Nürnberg gewinnt 2:1 gegen Greuther Fürth, das Derby. Karlsruhe verliert 1:2 gegen VfB Stuttgart. Heidenheim 0:0 gegen Regensburg. Darmstadt verliert 1:3 gegen Hannover. St. Pauli gewinnt 2:1 gegen Aue. Kiel verliert 1:2 gegen Wiesbaden. Sandhausen schlägt Bielefeld mit 3:1. Osnabrück verliert 0:1 gegen Bochum.
Und Dresden verliert 0:2 gegen den HSV. Damit haben wir den HSV schon fast in der Bundesliga. Sie haben 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Sind noch 3 Spieltage. Stuttgart auf 2, Darmstadt auf 3. Darmstadt 2 Punkte vor St. Pauli, 5 Punkte vor Nürnberg, 6 Punkte vor Hannover. Wiesbaden nur noch mit ganz, ganz, ganz theoretischen Chancen, 9 Punkte Rückstand. Dann haben wir Dresden mit 28 Punkten letzter, Heidenheim mit 31 Punkten vorletzter, Regensburg auf dem Relegationsplatz mit 32 Punkten, davor Karlsruhe mit 33 Punkten, Osnabrück mit 35 Punkten. In der dritten Liga gucken wir auch mal kurz rein. Ingolstadt nach wie vor aufgestiegen, Kaiserslautern und Halle auf den Aufstiegsrängen. Halle punktgleich mit Viktoria Köln, dahinter mit 3 Punkten Rückstand. Braunschweig und Rostock, Würzburg auch noch gut dabei. Mannheim ist abgestiegen. Chemnitz auch schon fast. 8 Punkte Rückstand auf Preußen Münster. Jena auf dem Abstiegsplatz. Relegation gibt es ja, glaube ich, nicht, ne? Ja. Gucken wir mal einmal in die unteren, in die Regionalligen. Wolfsburg 2 ist aufgestiegen. Alzenau ist wohl aufgestiegen. Rödinghausen. Oder müssen die noch irgendwelche Playoffs spielen? Ah, okay. Ich glaube, die müssen noch irgendwelche Playoffs spielen, aber ich weiß es nicht so ganz. Die Regionalligen werden auf jeden Fall auch noch hier im vollen Umfang berechnet. Und wir sehen uns am nächsten Spieltag. So, nächster Spieltag. Jetzt habe ich mich mal dafür entschieden, mal mit der dritten Liga anzufangen. Hier noch weiterhin keine Entscheidungen. Chemnitz noch ganz rein theoretisch dabei. 6 Punkte Rückstand, aber es sind noch 2 Spiele. 44 Punkte haben allerdings 4 Teams. 4 mal 44. Jackpot, Bingo. 1860 hat 44. Münster hat 44. Meppen hat 44. Und Jena hat 44. Oh, Backe. Und Groß Asbach 45. Uerdingen 47, Magdeburg und Duisburg auch noch nicht ganz gerettet. Selbst Zwickau und Würzburg könnten rein rechnerisch noch in Schwierigkeiten geraten. Zwickau ist auf 8. Stelle. Meine Güte, was ist denn hier los? Wie ausgeglichen ist das denn? Zwickau kann allerdings auch noch. Ja, aufsteigen können sie nicht mehr, aber. Meine Güte. Kaiserslautern mit 59 Punkten auf dem direkten Aufstiegsplatz. Köln, Viktoria Köln auf dem Relegationsplatz. 3 Punkte dahinter. Hallescher FC und Hansa Rostock. Das ist richtig knapp. Gucken wir mal, ob es hier noch Trainerwechsel gab. Im März Mike Walpurgis. Naja, hatte ich das nicht schon mal gelesen? Mike Walpurgis, neuer Trainer bei Chemnitz. Norbert Meyer bei Kaiserslautern. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Okay, ja, stimmt, das ist ja auch schon Monate her. Sorry, ich bin etwas durcheinander gekommen. Sorry. Gucken wir mal in die zweite Liga. Merkwürdigerweise haben wir jetzt hier alle Spiele gleichzeitig. Am drittletzten Spieltag. Normalerweise ist das doch immer am zweitletzten und am letzten Spieltag. Hier haben wir es jetzt schon am drittletzten Spieltag. Ist ein bisschen komisch, aber wie gesagt, wollen wir uns jetzt nicht länger mit aufhalten. Bielefeld besiegt Darmstadt mit 3:1. Aue spielt 2:2 gegen Bochum. Fürth spielt 2:2 gegen Heidenheim. HSV gewinnt 2:0 gegen Osnabrück. Ist das der Aufstieg? Hannover verliert 0:2 gegen St. Pauli. Kiel gewinnt 2:0 gegen Dresden. Regensburg verliert 0:2. Viele 2:0-Ergebnisse hier. Kiel gewinnt 2:0 gegen Dresden. Regensburg verliert 0:2 gegen Karlsruhe. Wiesbaden gewinnt 2:0 gegen Nürnberg. Stuttgart 1:1 gegen Sandhausen. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Spiele, die 2:0 oder 0:2 endeten. In der Tabelle ist das der Aufstieg für den HSV. Und Dynamo Dresden ist maximal in der Relegation. Der direkte Klassenerhalt ist nicht mehr möglich. HSV ist aufgestiegen. Stuttgart 59 Punkte, St. Pauli 57 Punkte, Darmstadt 56 Punkte. Nürnberg noch mit rein theoretischen Chancen auf den Relegationsplatz. Alle unterhalb von Nürnberg können nicht mehr aufsteigen. Im Abstiegskampf haben wir Heidenheim auf dem Relegationsplatz. Regensburg punktgleich. Beide Teams 3 Punkte hinter Osnabrück, 4 Punkte hinter Karlsruhe. Und Aue und alle Teams darüber sind bereits gerettet. Gab es hier Trainerwechsel? Am 4. Mai. Sonja Uysal, Interimstrainer beim Karlsruher SC. So, gucken wir in die Bundesliga. Auch hier fanden alle Spiele jetzt am selben Tag statt. Leverkusen verliert 0:2 gegen den 1. FC Köln. Dortmund verliert 1:2 gegen Mainz. Oh mein Gott, wie brisant ist das denn bitte? Im Meisterschaftsschlussspurt. Gladbach 1:1 gegen Wolfsburg. Frankfurt verliert 1:3 gegen Schalke. Augsburg verliert 1:2 gegen Hoffenheim. Leipzig gewinnt mit 3:0 gegen Düsseldorf. Freiburg 1:3 gegen Hertha. Union 1:2 gegen Paderborn. Und Bremen verliert 0:1 gegen Bayern. Damit haben die Bayern die Tabellenführung zurück. Bayern 3 Punkte vor Dortmund. Noch 2 Spieltage. Leverkusen auf 3. Dahinter
Leipzig und Hoffenheim jeweils 56 Punkte, Schalke 53 Punkte. Oh mein Gott, Düsseldorf, große Probleme jetzt. 6 Punkte Rückstand schon auf den Relegationsplatz und es sind nur noch 2 Spiele. Paderborn hingegen nur 1 Punkt Rückstand auf Köln. Köln punktgleich mit Union. Beide Teams nur 1 Punkt hinter Gladbach. Hertha BSC auch noch im Rennen. Auch Mainz und Freiburg noch nicht ganz gerettet. Und Eintracht Frankfurt auch hier sehr, sehr viel Spannung. Gab es hier noch Trainerwechsel? Am 4. Mai Edmund Becker. Ede Becker ist auf einmal in der Bundesliga. Nachfolger von Bruno Labbadia. Ist jetzt aus der zweiten Liga in die erste gewechselt. Ja, so, springen wir zum 33. Spieltag. Und da sind wir am zweitletzten Spieltag. In der dritten Liga ist er vorbei und tatsächlich hier noch kein Abstieg vom Chemnitzer FC. Die halten sich hier noch im Rennen. 3 Punkte Rückstand, noch ein Spiel. 41 Punkte Meppen. Punktgleich mit Preußen Münster. Preußen Münster steht gerade über dem Strich. Jena 45 Punkte, Asbach 46 Punkte, München 47 Punkte und alle darüber sind gerettet. Kaiserslautern zumindest schon mal sicher in den Playoffs. Deswegen hasse ich das, dass die zweiten Mannschaften hier mitmischen. Die machen es unübersichtlich, auch wenn hier gerade nur eine zweite Mannschaft ist. Bayern 2, 1 Punkt vor Halle. Hallescher FC gerade auf dem Relegationsplatz. Punktgleich mit Viktoria Köln. 3 Punkte Vorsprung vor Hansa Rostock. Braunschweig kann es nicht mehr schaffen. Kommen wir zu den Ergebnissen in der zweiten Liga. HSV gewinnt 1:2 in Heidenheim. Nürnberg verliert 0:2 gegen Stuttgart. Darmstadt verliert 0:1 gegen Wien. Wiesbaden. Aue gewinnt 2:1 gegen Hannover. St. Pauli verliert 1:2 gegen Regensburg. Karlsruhe verliert 1:2 gegen Bielefeld. Sandhausen schlägt Dresden mit 2:1. Bochum gewinnt 1:0 gegen Greuther Fürth. Und Osnabrück gewinnt 1:0 gegen Holstein Kiel. Das heißt, Dynamo Dresden ist abgestiegen. Heidenheim kann es maximal noch in die Relegation schaffen. Regensburg steht auf dem Relegationsplatz. 1 Punkt hinter Karlsruhe, 3 Punkte hinter Osnabrück. Kiel und alle darüber sind gerettet. VfB Stuttgart ist auch aufgestiegen und um die Relegation streiten sich St. Pauli und Darmstadt. St. Pauli hat 1 Punkt mehr als Darmstadt. Hier bleibt es spannend. Gucken wir in die Bundesliga. Hier gab es die folgenden Ergebnisse. Köln verliert 1:2 gegen Eintracht Frankfurt. Mainz verliert 0:3 gegen Werder Bremen. Bayern München gewinnt 3:0 gegen Freiburg. Düsseldorf gewinnt 3:1 gegen Augsburg. Hertha spielt 1:1 gegen Leverkusen. Leipzig verliert 2:3 gegen den BVB. Paderborn verliert 0:1 gegen Gladbach. Schalke 1:1 gegen Wolfsburg. Und Hoffenheim besiegt Union Berlin mit 3:2. Das hat folgende Tabelle zur Folge. Bayern München 3 Punkte vor Dortmund. Dortmund hat das bessere Torverhältnis. Leverkusen punktgleich mit Hoffenheim. 3 Punkte dahinter Leipzig. 2 Punkte hinter Leipzig-Schalke. Schalke sicher in der Euroleague. Im Abstiegskampf ist noch nichts entschieden. Selbst Düsseldorf ist noch nicht abgestiegen. Düsseldorf hat 3 Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz. Paderborn hat 1 Punkt Rückstand. Auf dem Relegationsplatz steht der erste FC Köln. Punktgleich mit Union Berlin. 3 Punkte Rückstand auf Hertha. Gladbach hat es geschafft. Wer steigt ab? Meine Güte, ist das spannend. Kann man sich hier irgendwie eine Konferenz angucken oder so am letzten Spieltag? So, gucken wir uns den letzten Spieltag an. Ich habe gesehen, aus irgendeinem obskuren Grund ist der letzte Spieltag der dritten Liga noch nicht, wurde noch nicht abgehalten. Zweite und erste Liga sind vorbei. Ich habe noch nicht geguckt, wer gewonnen hat. Dritte Liga wird irgendwie nächste Woche erst gemacht. Ja, gucken wir jetzt mal uns den letzten Spieltag der zweiten Liga an. Bielefeld 2:1 gegen Heidenheim, Dresden 3:0 gegen Osnabrück, Fürth 3:1 gegen Karlsruhe, HSV 1:1 gegen Sandhausen, Hannover 1:1 gegen Bochum, Kiel 2:1 gegen Nürnberg, Regensburg 0:4 gegen Aue, Wiesbaden 0:0 gegen St. Pauli, Stuttgart 0:2 gegen Darmstadt. Ich hatte versucht irgendwie herauszufinden, ob ich mir so eine Art Konferenz hier angucken kann, aber ich glaube, das würde ewig dauern. Ich glaube, sowas gibt es auch nicht. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dann sagt mir Bescheid. Jetzt haben wir die Ergebnisse uns einfach durchgelesen. Also wie gesagt, wenn es Möglichkeiten gibt, dann sagt es mir. Ich glaube aber nicht, ne? So, Tabelle. Tabelle, Tabelle. Oh, hier. Damit haben wir HSV ist Meister der zweiten Liga. Stuttgart aufgestiegen. Darmstadt in den Playoffs in der Relegation. St. Pauli Vierter, Wiesbaden Fünfter. Gucken wir mal nach unten. Regensburg in der Relegation. Heidenheim abgestiegen. Auf den anderen Plätzen. St. Pauli auf 4, Wiesbaden auf 5, Hannover auf 6, Nürnberg auf 7, Bielefeld auf 8, Fürth auf 9, Sandhausen auf 10, Aue auf 11, Bochum auf 12, Kiel auf 13, Osnabrück auf 14 und Karlsruhe auf
15. Gucken wir uns in die Bundesliga an. Hier ist der letzte Spieltag auch abgehalten worden. Leverkusen gewinnt 2:0 gegen Mainz. Dortmund 3:0 gegen Hoffenheim. Gladbach 2:0 gegen Hertha. Frankfurt verliert 0:2 gegen Paderborn. Augsburg verliert 0:3 gegen Leipzig. Freiburg gewinnt 2:0 gegen Schalke. Union verliert 2:3 gegen Düsseldorf. Wolfsburg verliert 0:4 gegen Bayern. Und Bremen gewinnt 2:1 gegen Köln. Das ist ja jetzt so ein bisschen doof. Man muss jetzt hier mal so rechnen, wer jetzt Meister geworden ist. Aber man liest die Ergebnisse nacheinander. Es wäre schöner, wenn man die Spiele alle parallel sieht. Aber wir haben es jetzt wohl uns schon im Kopf ausrechnen können, was das bedeutet. Bedeutet nämlich, deutscher Meister ist Bayern München mit 3 Punkten Vorsprung vor Borussia Dortmund. Paderborn ist über den Strich gesprungen. Paderborn feiert den Klassenerhalt. Die Ostwestfalen können es nicht glauben. Union Berlin muss in die Relegation. Und der erste FC Köln wurde komplett durchgereicht. 3 Teams mit 31 Punkten. Guckt euch das mal an, das Torverhältnis. Hat alles entschieden. Minus 15 Union, Relegation. Es reimt sich, auch wenn es keine Absicht war. 31 Punkte minus 16, Düsseldorf abgestiegen. 31 minus 17 abgestiegen. Köln, das Rheinland weint. Köln und Düsseldorf sind weg und Union in der Relegation. Paderborn hat es geschafft. Dortmund Zweiter in der Champions League. Leverkusen auf 3, Leipzig auf 4. In der Euroleague Hoffenheim und Schalke. Bremen auf 7, Wolfsburg auf 8. Ich glaube, sowas wie UI-Cup gibt es hier nicht. Die Bremer. Frankfurt auf 9, Freiburg auf 10, Augsburg auf 11, Gladbach auf 12, Mainz auf 13, Hertha auf 14, Paderborn auf 15. Ja, es ärgert mich so ein bisschen, dass man hier jetzt nur so die Ergebnisse vorlesen konnte. Ich hätte wirklich gerne so ein Live-Spiel verfolgt. Das wäre sicherlich sehr interessant gewesen. Ich hoffe, ihr fandet es trotzdem spannend. Wir werden in diesem Part jetzt aber nach uns natürlich noch das DFB-Pokalfinale und auch die Relegation reinziehen. Der dritte, letzte Spieltag der dritten Liga fehlt natürlich auch noch. Und damit kommen wir zum letzten Spieltag der dritten Liga. Bayern 2, 3-1 gegen Mannheim, Ingolstadt 1-0 gegen 1860, Rostock 1-1 gegen Magdeburg, Jena 2-1 gegen Groß Asbach, Viktoria Köln 3-1 gegen Halleischer FC, Meppen verliert 3-1 gegen Uerdingen, Duisburg gewinnt 2-0 gegen Lautern, 3-2 gewinnt Münster gegen Würzburg, Haching verliert 3-1 gegen Braunschweig und Zwickau spielt 1-1 gegen Chemnitz. Das hat zur Folge, dass Meppen, Chemnitz beide abgestiegen sind. Das ist scheinbar keine Relegation. Groß Asbach, Münster, 1860, Jena, die freuen sich. In der Relegation Viktoria Köln und Kaiserslautern mit Ingolstadt abgestiegen. Bayern München 2-2, die konnten es aber nicht schaffen. Dann das DFB-Pokalfinale ist vorbei. Bayern München hat das Double gewonnen mit 14:0 gegen Freiburg. Freiburg nur mit der Silbermedaille. Und wir gucken uns die Relegationsergebnisse an. Union verlor das Hinspiel mit 1:2 gegen Darmstadt und gewinnt das Rückspiel mit 0:1. Und damit ganz dramatisch hat Union verloren, obwohl es 2:2 aus gegen Darmstadt aufgrund der Auswärtstore in die Bundesliga aufgestiegen. Und Union steigt in die zweite Bundesliga ab. Deswegen schauen wir auf die andere Relegation. Viktoria Köln besiegte Jan Regensburg im Hinspiel mit 1:0. Das Rückspiel allerdings 4:1. Jan Regensburg kann es drehen und rettet sich über die Relegation. Rettet sich zum Klassenerhalt, bleibt in der zweiten Liga. Viktoria Köln scheitert. Dann gucken wir auf die Europa League. Euro League und Champions League habe ich hier sehr vernachlässigt. Das tut mir leid, werde ich in der nächsten Saison mal ein bisschen mehr drauf achten. Aber ich verrate so viel, die deutschen Teams sind nicht sonderlich weit gekommen. Ganz und gar nicht weit. Haben hier in den letzten Runden, waren überhaupt nicht mehr dabei. So, im Finale der Europa League besiegt Manchester United Olympique Lyon, gewinnt damit die Euro League. In der Champions League auch keine große deutsche Beteiligung in den letzten Runden. Im Finale unterliegt Napoli Juventus Turin. Juventus Turin gewinnt die Champions League. Glückwunsch an die Sieger. Wir werfen noch einen Blick auf die Torjäger. Torschützenkönige Timo Werner. Tor gleich mit Anderson und Volland hier in der Bundesliga. 19 Tore jeweils. In der zweiten Liga Fabian Klos mit 21 Toren, der Torschützenkönig. In der dritten Liga Stefan Kutschke mit 27 Toren. So, meine Damen und Herren, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich versuche zu verstehen, wer jetzt hier in die dritte Liga aufgestiegen ist. Es gab hier ja offensichtlich
Noch so K.O.-Runden. Jetzt verklicke ich mich hier. Alzenau hat jedenfalls hier diese Finalrunden gewonnen gegen Wolfsburg 2. Aber so, wir haben Alzenau. Die haben in der Regionalliga Südwest die Meisterschaft gewonnen. Hier haben wir Lok Leipzig, die haben die Meisterschaft gewonnen. Hier haben wir VfL Wolfsburg 2. Und Rödinghausen und Burghausen. Das sind jetzt fünf Teams. Die haben jetzt alle irgendwie gegeneinander gespielt. Am Ende hat Alzenau gewonnen. Aber wer steigt denn jetzt mit denen auf? Ich verstehe es nicht. Aber wir werden sehen. Ja, dann haben wir alles übersprungen. Ich gehe dann jetzt noch. Ich springe bis zum 30. Juni. Und gucke dann nochmal auf die Transfers. Und dann ist die Saison beendet. So, meine Damen, meine Herren, man sieht jetzt, wer aufgestiegen ist in die dritte Liga. Alzenau, Lok Leipzig, Rödinghausen und wer noch? Und Burghausen. Ich habe jetzt diese Playoffs nicht verstanden. Ich glaube, da wurden aus fünf Teams irgendwie vier Aufsteiger ermittelt oder so. Keine Ahnung. Was hat Alzenau jetzt für einen Vorteil daraus gewonnen, dass sie da den Titel gewonnen haben? Wer mir das erklären kann, möge es tun. Schreibt es in die Kommentare. Ja. In der zweiten Liga sehen wir jetzt auch die neue Aufteilung. Bundesliga neu gestaffelt. Transfers gucken wir uns nochmal an. Gab es da schon welche für die kommende Saison? Können wir schon mal einen Blick werfen. Oliver Batista Meyer wird ausgeliehen nach St. Gallen. Jan Moravec wechselt nach Jablonec von Augsburg für 1,5 Millionen. Die neue Liga beginnt einen Tag später. Gab es noch Trainerwechsel? Niko Kovac bei Wolfsburg. Filippo Inzaghi bei Eintracht Frankfurt. Für die kommende Saison. Dann in der zweiten Liga gab es da Trainerwechsel. Markus Anfang ersetzte Ede Becker. Paul Dardai ersetzt Jens Keller. Spielertransfers. Wieso gab es hier einen Transfer Mitte April, am 23. April, Ende April? Hanno Behrens von Nürnberg nach LAFC. Warum war das möglich? Für 4 Millionen Euro. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Und jetzt in der kommenden Saison Marco Djuricin nach St. Pölten von Karlsruhe, Thorsten Röcher von Ingolstadt nach Sturm Graz für 1,4 Millionen. In der dritten Liga, neue Transfers schon mal. Oh, 950.000 von Dresden nach Nordsjælland. Mackiernock, Preissinger von Magdeburg. Wolfsberg. Ja, gab es hier auch merkwürdige April-Transfers? Nein. Gab es hier noch Trainerwechsel? Nein. Die Europameisterschaft läuft. Die läuft aber noch. Das werden wir dann im, werde ich ihn euch im kommenden Part, wann auch immer der kommen wird, über die Saison 2020-2021 präsentieren. Das war jetzt hier der erste Part. Let's simulate Football Manager 2020, die Saison 2019-2020 Corona-frei simuliert. Falls das hier noch ein bisschen hektisch, komisch, unübersichtlich war, möge es mir verziehen werden. Falls Tipps und Tricks parat stehen sollten, teilt sie bitte mit mir, wie ich das hier besser machen kann. Ansonsten hoffe ich, dass ihr das spannend fandet. Ich fand es spannend. Mir macht sowas Spaß, sich sowas hier anzugucken. Deswegen wird das jetzt weitergehen. Allein schon, um mich zu belustigen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Tschüss, bis dann.